die Gruppe Freeze Up, frech und mit viel Herz. Und die haben wir nicht umsonst eingespielt. Jetzt genauer gesagt ist das auch ein wichtiger Mann im Hintergrund, der Harry Rummel, über den wir später sprechen. Denn jetzt reisen wir in die Vergangenheit. Es gibt viel zu erzählen. Drei Musiker, die seit Jahren leidenschaftlich Musik machen, haben schon einiges erlebt. Und Andi, ich glaube, du hast die erste Station für mich parat. Ihr habt es mit den Partykrachern oder wie haben die? Party Boys. Party Boys, jawohl. Party Boys. Ja. Party Boys, das war so am Anfang, da haben wir dann musiziert, auch verschiedene Veranstaltungen, waren zu viert, haben auch Volksmusik, Schlagermusik oder Unterhaltungsmusik haben wir gemacht und haben wir gespielt. Verschiedene Veranstaltungen, eben Hochzeiten, Feste und so. Und das waren so die Anfangszeiten von mir und von Peter, wo wir dann so angefangen haben zu musizieren. Später ist dann noch der Paul dazugekommen und so ist es dann immer weiter geworden und immer fester und die Leidenschaft zur Musik ist so größer geworden und mehr geworden. Und aus diesen Jahren ist dann Pay Music entstanden? Ja, genau. Oder? Pay Music, und da gebe ich jetzt den Peter weiter, jawohl, da weiß ich am besten Bescheid. Der Peter ist der Experte von Pay Music. Pay Music, das klingt so irgendwie nach Peter, Andi. Genau, Peter und Dani, das sind die Abkürzungen in dem Sinn. Und es hat es dann als Pay Music seit 2014 gegeben, haben dann bis 2016 gespielt und der Manfred ist dann 2016 zu uns gestoßen. Mhm. Und ihr habt im Jahr 2017, also ganz frisch entschieden, zurück zu den Wurzeln, ihr wollt mit Bergwind weiter durchstarten. Und ich glaube, der Manfred ist der richtige Ansprechpartner jetzt für Bergwind in diesem Sinne. Wie ist die Idee dazu entstanden, wirklich ab dem Jahr 2017 unter diesem Namen weiterzumachen? Also ich bin praktisch mehr oder weniger 2016 dann zur Gruppe gestoßen, wie sie noch unter Baymusik gewesen sind. Und da habe ich die volkstümliche Musik eigentlich mit meiner Ziehharmonika wieder im Vordergrund gestellt und habe dadurch eigentlich Fuß fassen können mit den Burschen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, sind wir ab 01.01.2017 jetzt wieder die Gruppe Bergwind. Und ihr habt aber so richtig durchgestartet, denn ihr habt ganz, ganz erfolgreiche Monate und Wochen hinter euch. Ich glaube, genau vor einem Jahr ist die Idee dazu entstanden, eure Musik für die Nachwelt in kleiner, runder Form zu prägen. Ja, genau. Also genau, also September 2016 ist es entstanden, wir möchten eine CD aufnehmen. Mhm. Und wir haben viele Lieder schon gespielt und da haben wir gesagt, irgendwann müssen wir es festhalten, damit wir das auch dann präsentieren können und dass wir stolz sein können das auf das Werk, was wir jetzt eigentlich geschafft haben. Über das Werk möchten wir später ein bisschen sprechen. Ihr habt ja uns ein Exemplar mitgebracht. Ja, genau. Und dieses Werk, natürlich wie es für eine Geburt gehört, die braucht eine Taufe und die Taufe gibt es dann am Samstag. Aber wie gesagt, zum Thema CD und CD-Präsentation gibt es später noch Informationen. Jetzt möchten wir noch über die letzten 12 Monate sprechen. Der Andi hat schon angesprochen, es muss ein eigenes Werk her, eine eigene CD. Und ihr seid dann in ein Tonstudio gegangen zu DC Music und in Anadu Records und habt euch dann quasi beraten lassen, was darauf zu hören sein soll. Und dann ist schon losgegangen, die CD-Arbeit. Ja, genau, dann ist die CD-Arbeit losgegangen. Eben, wir haben den Fritz Diesenreiter kennengelernt und den Rummel Harry. Und dann ist das eigentlich so richtig ins Laufen gekommen. Und dann haben wir eigentlich angefangen zum Arbeiten, zum Einstudieren, zum Singen, zum Chorsingen. Und es ist dann immer mehr geworden und immer schöner geworden. Und bis dann eigentlich das fertig war. Und der Peter hat auch noch ein paar Sachen beim Studio, weil es war immer eine Gaude und eine Hetz mit dem Harry im Studio. Da gibt es noch ein paar Hintergrundinformationen, wie so die Studioarbeit abläuft. Peter? Ja, am Anfang war es ja für uns ganz ungewohnt in dem Sinn, gell, was du nicht genau gewusst hast, wie es eigentlich abgeht. Und ja, der Harry hat uns das einmal gezeigt. Am Anfang ist ein bisschen alles angespannt und im Laufe der Zeit ist es noch eigentlich immer lockerer geworden und die Schmäh sind gelaufen und mit dem Harry war es super zusammenarbeiten, natürlich mit uns selber auch. Und es war total lustig und es war sehr eine große Bereicherung für uns. Und es ist ja auch immer wichtig, dass man sich in einem Studio wohlfühlt. Es muss ja, es schaut schön aus, ja, viele Titel sind drauf, viele Minuten, die bespielt werden müssen, aber es ist wirklich harte Arbeit, die die Musiker in einem Tonstudio leisten müssen. Und dass alles funktioniert und alles locker vom Hocker geht, wie man so schön sagt, da braucht man ein bisschen einen Schmäh, wie man auf Steirisch sagt, in der Gruppe und auch einen guten Bezug zur Tontechnik und zum Tonmeister. Und das ist euch gelungen. Ja, das ist sehr gut. Ganz richtig.
Manfred? Also ich muss sagen, es war wirklich ein ganzes gutes Erlebnis. Der Harry ist eigentlich fast so wie ein Freund zu uns gewesen und der hat uns wirklich aufgebaut, der hat uns belehrt. Es war für uns alle drei eine sehr große Herausforderung, die was uns wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass es ein ganz gutes Produkt geworden ist. Also wir sind sehr stolz auf unsere Aufnahme. Und jetzt haben wir sehr viel über die Hintergrundinformationen oder die Hintergrundinformationen gehört. Aber jetzt werden wir immer wieder neugieriger auf die CD und die CD, die wollen wir gleich näher kennenlernen, denn da sind ja einige Titel drauf und wer diese Titel geschrieben hat, wie viele Titel drauf sind, das alles erfahren wir gleich. Wir sind wieder zurück. Drei gute Freunde habe ich neben mir stehen. Und drei gute Freunde gibt es auch in kleiner, runder Form ab Samstag zum Mit nach Hause nehmen. Denn so heißt die CD von der Gruppe Bergwind aus dem Murtal. Drei gute Freunde haben insgesamt 12 Titel auf diese CD heraufgebracht. Ja, genau, das ist richtig. Also da sind 12 Titel oben von Volksmusik über volkstümlichen Schlager bis zu einem kleinen Medley. Also es ist alles dabei für Groß und Klein. Für Groß und Klein ist ja auch das Stichwort, wenn ich da so drüber schaue, da gibt es ein Kinderlieder-Medley. Wie ist denn das entstanden? Das Kinderlieder-Medley, das, glaube ich, das hat der Andi eigentlich mit dem Harry eigentlich geplant gehabt, gell? Ja. Und im Zuge dessen, was sagst du, das ein bisschen aufbebend, ein bisschen was Frisches drinnen ist mit dem, was ja keiner rechnet in dem Sinn, gell? Und ja, ich glaube, das ist gut gelungen und das passt genau zum Aufbeben ein bisschen rein. Und der Peter hat ja vorhin gesagt, eine Musik für Jung und Alt. Und so soll es auch zu Hause sein, wenn ich sage, ich möchte die Gruppe Bergwind zu Hause anhören. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Und wie sieht es denn aus, wenn die Gruppe Bergwind eine CD produziert? Wer schreibt denn die Lieder, wer textet sie, wer komponiert sie denn? Okay, also wir haben gute Freunde kennengelernt mit dem Fritz Diesenreiter, mit dem Harry. Die haben eine Lieder für uns geschrieben. Der Juraj, der Geri aus dem Zillertal, aus dem wunderschönen, hat uns einen Titel. Und auch der Bäuer Stefan, der hat uns auch zwei Titel geschrieben. Und wir natürlich selbst beim Zusammensitzen, beim Plaudern von Mir sind der Bergwind bis Drei gute Freunde. Also da ist einiges dabei. Unser Steirerland, also alles wunderschön von uns dann selbst geschrieben. Und man merkt schon, euch macht es wirklich Spaß zu musizieren. Ihr seid gute Freunde, ihr habt gute Freunde, die zusammen mit euch dieses Werk geschaffen haben. Und drei gute Freunde freuen sich auch schon auf den Samstag. Ja, genau. Also am Samstag ist ja der große Tag von der Gruppe Bergwind für uns. Am 23. September eben im Oberweger Stadl. Da dürfen wir unsere erste CD, Erstlingswerk, präsentieren. Live natürlich. Und das macht uns eine Riesenfreude. Jetzt haben wir natürlich Zuseher von Deutschland, von Hamburg bis Zürich, sage ich jetzt einmal. Oberweger Stadl, das ist ein Originalstadl im Murtal. Wo genau ist dieser Stadl zu finden? Das ist ein urig eingerichteter Veranstaltungsstadl in Judenburg, Oberweg. Und der passt genau für unsere Musikrichtung und einfach für unser Wohl und Kulturelles. Genau, und am Samstag werdet ihr die CD präsentieren. Gibt es da schon ein bisschen ein Programm, wo man den Zusehern etwas verraten kann oder ist das alles ganz geheim noch? Nein, das ist nicht ganz geheim. Also wir präsentieren eben unsere CD, wie schon gesagt. Dann haben wir eine Weinpräsentation von Weinbau Lindner. Natürlich du, Clara, bist natürlich auch mit von der BD, mit der Moderation. Jawohl. Das freut uns sehr. Das ist richtig Spaß und lustig. Und eben die Lieder werden live präsentiert. Präsentiert. Das heißt, ab Samstag ist es soweit, da kann man dieses schöne Exemplar auch mit nach Hause nehmen. Und ich sage es ja auch immer wieder, denn wir sind jetzt mittlerweile schon in einer kälteren Jahreszeit angekommen und wenn man auch im Supermarkt in die Regale sieht, Weihnachten kommt immer näher und wer noch kein Geschenk hat, man kann auch im September schon Weihnachtsgeschenke besorgen, oder? Ja, genau, das wäre uns eine Ehre, wenn irgendjemand oder viele die CD unter Weihnachtsbaum für Bekannte, Omas, Tanten, Familienangehörige einfach hinlegen. Genau. CD-Präsentation am 23. September 2017 im Oberweger Stadl. Wann genau ist denn Eintritt? Der Einlass? Beginn ist um 20 Uhr und der Einlass ist um 19 Uhr. Gibt es noch Karten? Gibt es da noch eine Möglichkeit? Es gibt noch Karten, es sind noch wenige. Also wir haben sehr guten Kartenvorverkauf gehabt, aber es gibt noch an der Abendkasse gibt es noch Karten. Also wer Lust und Laune hat aus dem Murtal oder aus der Umgebung, kommt zum Bergwind.
in den Oberberger Stadl nach Jumburg. Ich glaube, es ist eine Strecke, die ist mit dem Auto gut bewältigbar, von Kärnten, von der Salzburger Seite oder oberösterreichischen Seite. Wer Lust hat, Bergwind live zu erleben, das kann man, wie gesagt, am Samstag tun. Es gibt noch ganz, ganz wenige Karten, also man muss wirklich schnell sein. Ja, genau. Bitte. Und bevor wir jetzt den nächsten Titel hören, gibt es von euch einen Lieblingstitel, wo ihr sagt, das ist mein persönliches Herzstück? Ja, natürlich, wir sind der Bergwind. Wir sind der Bergwind. So präsentieren Sie sich und vielleicht, ich werde schauen, ob wir da mal kurz reinhören können heute noch in der Sendung. Und jetzt machen wir mal Musik. Der nächste Musikwunsch steht schon an und dann dürfen wir mehr erfahren. Denn es gibt ja auch noch viele weitere Pläne für die Gruppe Bergwind. Nicht nur der 23. September steht an, sondern da gibt es noch ganz, ganz viel zu erzählen von Bergwind. Ja. Wir sind wieder zurück. Und wir haben gesprochen über die Gruppe Bergwind. Die sind heute meine Gäste, der Peter, der Manfred und der Andi aus dem Murtal. Seit Jahren und Jahrzehnten, darf ich mittlerweile sagen, machen die drei Musik leidenschaftlich. Und seit dem Jahr 2017, ganz, ganz neu, heuer, haben sie sich wieder entschlossen, wir sind und bleiben Bergwind. Und da starten wir voll durch. Und das machen wir natürlich auch nachhaltig mit einer CD, damit die Nachwelt auch was von euch hat. Ja. Und diese CD, die ist noch eigentlich brennheiß, die gibt es eigentlich noch gar nicht. Die gibt es denn erst am Samstag, wie wir gehört genau, haben. Ja, genau, die gibt es erst am Samstag. Offiziell kommt sie, also sie ist noch im Presswerk oder am Postweg zu uns. Und am Samstag gibt es dann die ersten CDs. Gibt es jetzt noch, bevor wir über eure Zukunftspläne sprechen, gibt es jetzt noch Vorbereitungsarbeiten oder ist schon alles abgeschlossen? Gäste können kommen am Samstag oder ist da für Bergwind selbst noch einiges zu tun? Also musikalisch ist einmal alles abgeschlossen von uns. Das hat einmal super alles funktioniert. Ein paar Sachen, was im Oberberger Stadl noch zu machen sind, aber das ist die Grasdruckschicht, was uns jetzt nicht wirklich was angeht in dem Sinn. Gell? Mhm. Aber der Rest in der von der Musik her ist alles gestellt. Also wir warten nur mehr auf den Samstag und da freuen wir uns. Wir freuen uns auch und vor allem, worauf ich mich auch wirklich freue, wir können jetzt nicht die ganzen Volks-TV-Zuseher von nah und fern in den Oberweger Stadl einladen, aber für alle Volks-TV-Zuseher, die sagen, die Gruppe Bergwind, die interessiert mich aber trotzdem, obwohl ich nicht am Samstag kommen kann, ihr lässt mir ein paar Exemplare hier. Ab Samstag gibt es sie und ab nächster Woche bekomme ich ein paar Exemplare für die Volks-TV-Zuseher zum Verlosen. Das heißt, wir können diese CD dann nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz verbreiten. Ja, genau. Zum Gewinnen. Jawohl. Und jetzt geht es Richtung Zukunftspläne mit der Gruppe Bergwind. Und wenn dann das Wochenende vollbracht ist, heißt es wieder die Bühne nah und fern besteigen und Musik machen, oder? Ja, bei uns geht es nach wie vor weiter, also die Aufträge stehen an, es ist viel Arbeit, wir haben sehr viele Aufträge, auch schon für nächstes Jahr sind schon einige Termine belegt, also uns steht nichts mehr im Wege, also es geht nur mehr nach vor und mit voller Freude. Mit voller Freude. Wenn es jetzt Termine gibt in nah und fern, kann ich die auf einer Homepage oder auf einer Facebook-Seite anschauen? Ja, genau, also im Bergwind gibt es natürlich auf Facebook die Bergwind eingeben oder auch unter www.die-bergwind.at. Und bei Facebook ist ganz wichtig, ein Gefällt mir. Ja, genau, ein Gefällt mir. Das wird uns richtig freuen, natürlich. Genau, drei gute Freunde, die Musik machen. Und wenn jetzt irgendjemand zu Hause ist von den Volks-TV-Zusehern, die sagen, diese drei guten Freunde hätte ich gern auf meiner Veranstaltung, gibt es geografische Grenzen, wo ihr sagt, das ist für euch nicht möglich oder ist für euch jede geografische Richtung offen? Wir sind eigentlich für alles offen. Mhm. Europaweit waren wir schon unterwegs. Genau. Also wir waren in Kosovo schon und wir waren in Bosnien und von dem her ist eigentlich der Weg nicht zu weit, gell? Also wir sind für alle Wege offen. Für alle Wege offen und für alle Veranstaltungen. Wir haben es gehört, Bergwind ist eine Musikgruppe für Jung und Alt. Das hört man auch auf der CD ab Samstag. Und wer eine Veranstaltung hat und wer diese Gruppe buchen möchte, das kann man über die Homepage wahrscheinlich auch tun. Ja, da gibt es den Kontakt. Dann ja, genau. Der Andi hat alle Infos für uns. Ja, genau. Also die Kontakte findet man auf der Homepage oder auf Facebook. Einfach www.die-bergwind.at oder auf Facebook die Bergwind. Und dann sind die Kontaktdaten drinnen, E-Mail-Adressen. Fotos sind von uns drinnen, was wir so treiben, wenn wir unterwegs sind, Veranstaltungen, immer so ein paar Highlights sind halt dabei. Jawohl, also ein Gefällt mir klicken auf der Facebook-Seite zahlt sich natürlich auf jeden Fall aus. Wir haben einen Musikwunsch und ich habe es gesagt, spielst doch ein bisschen Hula Paloo von Andreas Gabalier. Andi, du hast gesagt, der Andreas Gabalier ist in deinem Hause, glaube ich, immer wieder im CD-Player drinnen. Ja, schon, natürlich, weil er kommt ja auch aus der Gegend und macht auch das steirische, volksmusikmäßige Kolorit. Das ist
super und das macht uns Spaß. Und bei uns in der Familie, bei mir zu Hause, meine Kinder und meine Frau, die mögen gerne den Gavalier. Und ich glaube, da haben wir sicher ein Lied mit dabei. Haben wir sicher. Wir haben schon Hula Paloo eingegeben. Und bevor wir diesen Titel starten, ich glaube, da gibt es auch noch Grüße von eurer Seite auszurichten an die Familien, an die Verwandten und Freunde, die euch immer wieder unterstützen. Peter, start natürlich auf. Zuerst einmal liebe Grüße an mein Schatzel, an die Verena, an meinen Sohn in Manuel, an meine Eltern, alle, die was mich kennen. Liebe Grüße aus Slowenien. Auch ich möchte meiner Frau aus erster Linie herzliche Grüße schicken aus Slowenien. Sie ist nämlich diejenige, die was hinter mir steht, die was mich sehr unterstützt. Meine Kinder, auch ein Kind steht ja hier, das ist der Andi. Und der zweite ist zu Hause, der schaut heute wahrscheinlich sicher zu. Also ich grüße alle anderen auch und wünsche euch einen schönen Tag. Ja, also ich grüße auch meine Familie, meine Frau, die Manuela, den Mike, die Jessica und die Dina. Schöne Grüße aus Slowenien. Wir sind bei VolksTV. Jawohl, wir sind live bei VolksTV und jetzt frage ich den Mario, ob wir Hula Paloo schon bereit haben. Ja, haben wir bereit. Dann spielen wir das für alle Freunde, Verwandten und Kollegen von Bergwind und wir sind gleich wieder da. Und ich habe jetzt probiert, zu Mare zu gehen in die Regie und ich glaube, wir hätten sogar eine kleine Kostprobe von der CD parat. Und mir sind der Bergwind. Lieber Mare, mir sind der Bergwind. Könntest du uns das ein bisschen lauter drehen, mal für die VolksTV-Zuseher? Ihr hört es zwar nicht, aber die VolksTV-Zuseher können es hören. Hoffentlich. Jawohl. Nein, auch nicht, aber der Mare wird das für euch parat stellen. Jawohl. Wir sind die Bergwind. Oder was sind wir gut drauf? Spielen heute für euch auf. Die ersten Gäste kommen schon. Hallo, jetzt gehen wir song. Polka, Walzer und Modell. Jo, das hören wir alle gern. Wir singen heute auch. Denn mehr, ihr habt jetzt nicht so viel gehört, aber die Volkste war zu, ihr könnt, ihr wisst ja sowieso, wie ihr klingt. Aber wir wollten den Zusehern eine kleine Kostprobe geben, was die Zuseher in Owegerstadl am Samstag erwartet, beziehungsweise dieses Werk gibt es dann auch auf Volkste zu verlosen. Ich bekomme es nächste Woche. Ganz druckfrisch ist diese CD, drei gute Freunde. Und ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Drei guten Freunden darf ich jetzt für Samstag einmal alles Gute wünschen. Danke. Die letzten Tage stehen an. Die Hütte ist schon, wie der Andi gesagt hat, ziemlich voll. Also die ganz letzten Karten, die werden noch verteilt in den letzten Tagen. Und gibt es für euch noch ein Ritual oder gibt es für euch persönlich eine Kleinigkeit, wo ihr sagt, so bereitet ihr euch auf einen Auftritt vor oder auf so ein Heimspiel zum Beispiel? Ein Heimspiel ist immer eine kleine Herausforderung. Man will natürlich das Beste geben bei uns im Murtal. Und damit unsere Freunde und Fans Spaß haben dann beim Ding. Aber es gibt kein Ritual. Wir stehen zusammen, trinken ein Glas Bier und dann geht es eigentlich schon los. Dann geht es los. Und wie gesagt, alle, die jetzt sagen, ich habe für Weihnachten, es ist zwar noch ganz weit weg, aber da hätte ich eine musikalische Geschenksidee. Dieses Werk gibt es aber dann auch bei euch zu kaufen. Ja, natürlich. Einfach Kontakt aufnehmen mit uns, mit dem Bergwind, www.die-bergwind.at oder Facebook, Telefonnummer anrufen oder E-Mail schreiben und wird natürlich beantwortet und wir schicken es zu. Genau, so ist es. Ja, ich freue mich auf Samstag und darf euch, wie gesagt, nochmal alles Gute wünschen. Lieber Manfred, lieber Peter, lieber Andi, schön, dass ihr bei mir wart. Und für die nächsten Pläne und Auftritte alles Gute und weiterhin ganz viel Erfolg auf der Bühne. Ja, danke schön, Clara. Wir sagen ein recht herzliches Dankeschön dir für die Einladung im VolksTV. Wir sagen Danke an unseren Partnern, wo sie uns alle geholfen haben, Harald, Fritz und die, was alle dabei waren. Ein recht herzliches Dankeschön und der Peter, wo ist das nächste? Ich hätte einmal gesagt, wir freuen uns schon auf den Samstag, in dem Sinne auf unsere CD-Präsentation. Leidl kommt alle vorbei, wir freuen uns und ich wünsche uns allen alles Gute und hätte einmal gesagt, danke fürs Dasein und die Bergwind. Und ich darf mich jetzt auch nochmal verabschieden an dieser Stelle. Freue mich auf ein Wiedersehen um 19.45 Uhr. Da geht es nämlich weiter mit unserer Wunschbox.
Und da habe ich auch nochmal für die Volks-TV-Zuseher am Abend alle Informationen zur Veranstaltung am Samstag. Und natürlich gibt es die Wünsche, die Grüße und die Lieblingsmusik ab 19.45 Uhr. Bis dahin eine schöne Zeit, Ihre und Eure Clara Ploder.